Die Fußballsaison nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft war in Spannung ja kaum noch zu überbieten. Ich denke, kein Regisseur dieser Welt hätte die 34 Spielrunden besser inszenieren können. Aber blicken wir zunächst einmal zurück. August 1990, wie immer klassisch, die Prognosen der Trainer. Alle 18 waren sich einer Meinung. Die Schüssel geht auch in dieser Saison zum FC Bayern München und den Salat haben die anderen. Vor der Saison war natürlich auch wieder das Wechselfieber ausgebrochen. Alte, bekannte Gesichter in einem am Anfang noch ungewohnten neuen Fußballer-Outfit. In Gladbach des Zuschauers Liebling, Stefan Effenberg. Vergangenheit. Im ungewohnten Rot von Bayern München gab es für ihn nur eins, deutscher Meister und Nationalspieler werden. In Gelb-Schwarz kam er groß raus, Andreas Möller. Pokalsieger mit Borussia Dortmund, dort Publikumsliebling, bis er den Wechsel nach Frankfurt bekannt gab. Mit viel Gebrüll kehrte er in seine Heimat zurück. Der Däne Brian Laudrup mit der Nummer 11 im letzten Jahr mit Uerdingen ganz unten. Sein Wunsch mit gleicher Nummer im schicken neuen Bayern-Dress nur nach oben, nie mehr unten. In Karlsruhe wurde Michael Sternkopf innerhalb eines Jahres zum 3-Millionen-Objekt für die Bayern. Auf so ein Supertalent wollte Jupp Heynckes nicht verzichten. Doch für Klein Sterni gab es mehr Konkurrenz, als ihm lieb war. Und für Meistertrainer Jupp Heynckes mehr Erziehungsarbeit, als ihm recht war. Über 10 Millionen investiert. Der Trainer forderte, der Manager handelte. Am ersten Spieltag saß ein Großteil von Bayerns Fußballkapital auf der viel zu kleinen Ersatzbank. Haut an Haut hockten sie da. Sternkopf, Wohlfahrt, Thon, Strunz, Kastenmeier. Dieses Star-Ensemble schaute nur zu beim ersten Spiel gegen den bundesweit anerkannten Mitfavoriten Bayer Leverkusen. Die erste große Chance der Saison, Michailovic. Pech für die Bayern. Als ersten aber holte die neue Saison Leverkusens Trainer Jürgen Gilsdorf von der Bank. Rezept bei Bayer ähnlich wie bei den Bayern. Gut ist, was viel kostet. Zur Befriedigung der Bayer-Chefs traf zuerst millionenschwer ein Neueinkauf. Ulf Kirstens erstes Tor im ersten Spiel. Pass und Gratulation von Ion Lupescu. Neuerwerbung aus Rumänien. Erst 7 Minuten vor dem Ende. Die große Chance der Bayern, den Schaden doch noch zu begrenzen. Schiedsrichter Delwing entschied auf Elfmeter. Kreh hatte Wohlfahrt gefault. Und einer auf dem Rasen dachte jetzt, bloß keine Nerven zeigen. Bei deiner ersten großen Herausforderung für deinen neuen Verein. Stefan Effenberg, der Neubayer. Er war stolz, in seinem neuen Trikot gleich so richtig beliebt zu sein. 1:1, der Endstand. Zu mehr reicht es nicht für die Bayern. Das ist für mich ganz normal, weil wir, die Nationalspieler, sind jetzt 3 Wochen wieder bei uns und wir haben einfach zu wenig Zeit gehabt, uns aufeinander einzuspielen, abzustimmen. Und das braucht seine Zeit. Und deswegen bin ich ja mit den optimistischen Prognosen nicht konform gegangen, die vor der Saison so liefen, dass der FC Bayern wieder die Meisterschaft schon vor der Saison verlieren bekommt. Unsere Kurzzusammenfassung vom ersten Spieltag. Erste Zerreißprobe für die Stimmbänder des neuen Kölner Trainers Erich Rutemöller. Kapitän Littbarski wollte ihm eigentlich eine Freude machen. Der Schiedsrichter hatte Mitleid mit Littbarski. Düsseldorfs Torwart Schmadtke wunderte sich, warum darf der bloß nochmal schießen? Jetzt war Schmadtke der Held, von Littbarski sprach keiner mehr. Erster Spieltag, zugleich der letzte für Paul Steiner. Eine schlimme Knieverletzung, Saisonende für den Weltmeister. Zwei Spitzenteams trafen sich im Westfalenstadion. Als Stuttgarts Mittelstürmer Fritz Walter das 0:1 schoss, dachten alle, das macht nichts. Als es 40 Minuten später. Aber die Enttäuschung sitzt natürlich ziemlich tief und wir haben uns den Start sicherlich ganz anders vorgestellt. Zum Aufsteiger Wattenscheid waren alle gekommen, auch die, die eigentlich beschäftigt waren. 12.000 Zuschauer hatten gleich ihren Liebling gefunden, Sami Sahne.
Der spielte Bremens Abwehr schwindelig das 2:0. Der folgende Salto wurde zu seinem Markenzeichen. Die ersten beiden Punkte für den Aufsteiger. Bilder mit Seltenheitswert, glückliche Bochumer. So geschehen nach dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach. Peter Peschels 2:1 bedeutete 2:0 Punkte. Ich habe die Spieler gefragt, ob sie schon mal im Pluspunktverhältnis gestanden sind. Die meisten beim VfL Bochum noch nie. Der laute Ausfall kann sich noch schwach erinnern. Aber trotz allem sind es für uns 2 Punkte gegen den Abstieg. Das muss man ganz klar sagen. 2 Wochen später, der Tabellenführer VfB Stuttgart zu Besuch beim Meister. Schon nach 6 Minuten das 0:1 gegen die Schwaben, dank Thomas Strunz. Der Tabellenführer VfB überraschend schnell im Rückstand. Ein Stuttgarter war darüber besonders böse, Wigal Kögel. Erst kurzfristig von München nach Stuttgart abgeschoben, wollte er es im Olympiastadion allen zeigen. Nach seiner Ecke Frontex Ausgleich. Stuttgarter Zufriedenheit. Die Entscheidung in dieser Begegnung eingeleitet von Bayern-Keeper Aumann. Freundliche Unterstützung durch Jürgen Hartmann und Stuttgarts Libero Karl Allgüver staunte, wie schnell Auswechselspieler Manni Bender an ihm vorbei war. Bayern gewinnt 2:1, erster Saisonsieg, und bei Stuttgart beeilte man sich mitzuteilen, was man in der Zukunft so vorhat. Unser Ziel ist Erreichen des UEFA Cup Platzes und sonst gar nichts. Im Dortmunder Westfalenstadion jubelten im zweiten Heimspiel wieder die Gäste. Der 1. FC Kaiserslautern sagte Danke. Nach dem 0:2 durch Demir Hotic machten die Pfälzer zufrieden Feierabend. Immerhin waren sie jetzt schon Tabellenzweiter. Im Frankfurter Waldstadion zauberte Andreas Möller. Die Gegner aus Düsseldorf mit einem gewissen Ausdruck der Verzweiflung. 5-mal schlug es hinter Torhüter Schmadtke ein, zuletzt ein Eigentor durch Hutwelker. Am Ende hieß es 5:1. Die Eintracht war Tabellenführer. Urbayerische Tradition in Nürnberg. Der Club gegen den FC St. Pauli. Ein Spiel mit lauten Tönen. An diesem Spieltag gab es zum ersten Mal richtig Ärger. Hätte es früher hier allenfalls gelb gegeben, hieß es jetzt rot. Schiedsrichter Broska fragte noch mal nach, war das eine Notbremse? Der Kollege sagte, ja. Kotschan musste gehen und verstand die Welt nicht mehr. Als 12 Minuten später Kollege Schlindwan sein Gegner am Trikot zupfte, war für Herrn Broska die Sache auch klar. Rot, die neue Regel will es so. Das war für mich eine klare Notbremse, sprich, dementsprechend dann die rote Karte. Wenn du dafür die rote Karte heutzutage bekommst, ist Fußball wird zur Lächerlichkeit. Gut, Freischuss hätte ich vielleicht akzeptiert, aber rote Karte. Ich spiele den Ball mit ihm zusammen und fragen sie nach dem Spiel, hat eben selbst gesagt, war kein Platzverweis. Also, wenn das eine Sperre gibt, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Wolfgang Rolf war die neue Regel offenbar ebenso unbekannt wie vielen seiner Kollegen. Dabei war sie zu Saisonbeginn vom DFB verbrieft worden. Wer die Notbremse zieht, der hat zu gehen. Begriffen hatte dies aber niemand so richtig. Zückte der Schiedsrichter für vergleichbar harmlose Fouls plötzlich rot, erkundigten sich jetzt alle Spieler neugierig nach der neuen Regel. Die Bremse in der Not gab unweigerlich rot. Die wenigsten schienen es zu wissen. Die Erklärungsversuche waren auf jeden Fall die alten. Ich habe keine gelbe Karte von dem gehabt. Ich glaube, das war normales Foul. Ja, ein bisschen hart, aber normal. Von Spiel zu Spiel begriffen immer mehr. Bremse ziehen bringt es nicht. Des Verteidigers Angst vor Sperre und fehlenden Geldprämien machten den Stürmern immer häufiger den Weg frei. Hier nur einmal am Trikot gezupft, und schon wäre Olaf Janssen vom Platz geflogen. Und Andreas Thom dachte,
So frei war er schon lange nicht mehr durch. Wochen später war jedem klar, die neue Regel bringt mehr Tore. Versöhnung für die Fans des HSV gegen Borussia Mönchengladbach. Der Start war grausam, doch kurzzeitig wurde sichtbar, wozu der HSV fähig war. Dietmar Beiersdorfer mit dem 1:0. 2:0 durch Nando. Nach 2:6 Punkten und Platz 15 Aufwärtstrend zumindest angedeutet. Endlich konnten sie in Hamburg wieder mal ihre blauen Fahnen schwenken. Thomas Doll, vom FC Berlin zum HSV gewechselt, erzielte sein erstes Saisontor beim 3:0-Erfolg. Thema des Tages war jedoch ein anderes. Der alte Mann des Hamburger SV war aus Frankreich zurückgeholt worden. Manfred Karls wollte noch einmal an die Bananenflanken erinnern und seinem Lieblingsverein aus dem Tabellenkeller helfen. Es war in der 68. Spielminute. Hätte es Manny Karls vielleicht besser gelassen? Es sollte für ihn eine traurige Abschlusssaison werden. Anders für Karl Allgöwer. Mit 34 Jahren sagte er Servus. Einer der Großen der Bundesliga. Nicht nur, weil er den Ball so wunderbar beschleunigen kann. Allgöwer bezog auch außerhalb des Spielfeldes Position und stritt sich besonders gern mit seinem Präsidenten. Der wollte ihn angeblich mehrmals mit der Schubkarre zu anderen Arbeitsstellen fahren. Doch am Schluss waren alle froh, dass Karl Allgöwer so lange in Stuttgart blieb. Genauso wie Karl-Heinz Körbel, die gute Seele der Frankfurter Eintracht. Charlie Körbel machte nie Pause. In dieser Saison feierte er ein ganz ehrwürdiges Jubiläum. 600 Spiele für die Eintracht in der Bundesliga. Am Schluss sagte er nach insgesamt 602 Bundesliga-Einsätzen Tschüss. So viele Spiele hätte Manfred Karls auch gerne gemacht. Doch durch Verletzungen und Meinungsverschiedenheiten mit Trainer und Vorstand geriet er immer mehr ins Abseits. Am Schluss hörte er fast unbemerkt auf. Die Legende Manfred Karls gab es nicht mehr. Wunderbare Torkombinationen beim Spiel Hertha BSC gegen Karlsruhe. Silva zum 1:1 Endstand im Olympiastadion. In Frankfurt sagte sich Uli Stein, nur nicht zu viel bewegen. Bremen 0, Frankfurt 0. In München schickte der Meister den 1. FC Kaiserslautern mit 4:0 nach Hause. Thomas Strunz und Demir Hotic trugen sich als Torschützen 3 und 4 ein. Bayerns Überlegenheit und ein bemerkenswerter Satz von Lauterns Kapitän Stefan Kunz. Man darf uns natürlich auch nicht an Bayern München messen. Wir müssen uns nach anderen Mannschaften orientieren. Den 8. Spieltag verbrachte der Bundestrainer Berti Vogts im Bremer Weserstadion. Werder nur Tabellenneunter. Sogar Otto Rehhagel war kurzzeitig in die öffentliche Diskussion. Danach war Karneval in Bremen. Der Meister gestürzt und der neue Tabellenführer hieß 1. FC Kaiserslautern. Unsere Bundesliga-Kurzinformation. Rückkehr von Udo Lattek. Zweiter Versuch als sporttechnischer Direktor beim 1. FC Köln. Und Udo war gleich bei der Sache. Udo Lattek hatte es schwer. Weltmeister Steiner und Littbarski verletzt, der Vizemeister aus Köln nach 8 Spieltagen nur auf Platz 10. Hamburger Torwartparaden, weil sie so schön waren. Hier Richard Golz und dort St. Paulis Klaus Tomforde. Nach 8 Spielen St. Pauli einen Platz vor dem HSV.
In Nürnberg wird vor allem kräftig gebaut. Kein Grund für die treuesten Fans, auf ihren alten Stadionstammplatz zu verzichten. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie die älteste Besucherin hier im Stadion sind. Sie sind etwas schwerhörig, deswegen muss ich etwas lauter reden. Wie alt sind denn Sie und wie heißen Sie? Wie alt ich bin? Ich bin jetzt 95 geworden. Und Ihr Name? Mein Name Patschke. Patschke. Der große alte Mann unter Deutschlands Trainern führte Kaiserslautern von einem Erfolgsrausch zum nächsten. Karl-Heinz Feldkamp. Erst rettete er den FCK vor dem Sturz in die zweite Liga, dann holten sie den deutschen Pokal. Und jetzt waren sie sogar Tabellenführer. Die Pfälzer aus dem Häuschen. Der Betzenberg hatte den Schrecken längst vergangener Tage wiedergefunden. Hier war es besonders laut und immer voll. Die Roten Teufel, angeführt von ihrem Kapitän Stefan Kunz, erkämpften sich in 8 Begegnungen 13:3 Punkte. Damit hatte keiner gerechnet. Und selbst die Experten waren ratlos. Sag jetzt mal 3 Namen. Kennen Sie Markus Kranz? Nein. Kennen Sie Bernhard Winkler? Nein. Kennen Sie Roland Stadler? Nein. Alle Spieler von Kaiserslautern. Ja, ich weiß. Ich kenne natürlich die Namen, ja. Aber ich kenne die Spieler nicht. Ich habe Kaiserslautern noch nicht gesehen. Ich kenne sie nicht. Deshalb hier zum Kennenlernen. Markus Kranz. In Kaiserslautern wurde er zum Star im linken Mittelfeld. Eigentlich wollte er Kaiserslautern schon verlassen. Kalli Feldkamp sagte, du bleibst. Uwe Scheer wurde bekannt, weil er 13 Geschwister hat und weil er so gut Fußball spielte in dieser Saison. Guido Hoffmann und Reinhard Stumpf. Oder auch Joachim Stadler, alle nur mit dem Abstiegskampf vertraut. Bjarne Goldbeck, bei Schalke schon ausgemustert. In Kaiserslautern brachte ihn Kalli Feldkamp groß heraus. Besonders gerne spielten sie alle auf dem heimischen Betzenberg. Wer hier nicht zu Hause war, hatte es besonders schwer. Jede Entscheidung gegen die geliebten Roten Teufel wurde eindeutig und nachdrücklich auf Pfälzisch kommentiert. Im Spiel gegen die SG Wattenscheid 09 war es dann einem Zuschauer wohl nicht laut genug. Plötzlich traf Schiedsrichter Umbach nicht der Schlag, sondern ein gezielter Wurf von der Tribüne. Ein gelbes Feuerzeug schickte den Schiedsrichter für rund 40 Sekunden ins Reich der Träume. Und der Betzenberg hatte seine Unschuld verloren. Der bedauerliche Vorfall, der also passiert ist und den ich gar nicht beschönigen will, der kam nicht von der Fankurve. Der kam also aus der Südtribüne. Der Täter wurde auch Gott sei Dank gefasst. Schiedsrichter Umbach bewies nach kurzer Eisbehandlung Weitsicht. Er ließ weiterspielen und sagte danach selbstkritisch: Ich kann also offensichtlich Schläge weder von vorne noch von hinten vertragen. Wolf-Rüdiger Umbach ist seither der Lieblingsschiedsrichter der Pfälzer. Am Schluss blieb nur noch eine Frage offen. Mir ist aufgefallen, dass Sie sehr oft über Ihren Kopf gestrichen haben während des Spiels. Hat aber damit nichts zu tun. Machen Sie auch sonst. Ja, ich muss offensichtlich wieder zum Friseur. Nun, der Betzenberg entwickelte sich in dieser Saison endgültig zum Tollhaus der Liga. Ganz anders ging es im Stuttgarter Neckarstadion zu. Armer Willi Entenmann, jahrelang treu gedient beim VfB und doch gefeuert. Der Minister und El Presidente des VfB holte daraufhin den Lautsprecher der Liga, Christoph Daum,
Und der musste bei seiner Premiere gleich gegen den alten Verein antreten, den 1. FC Köln. Eine verrückte Begegnung mit Happy End. Aber zunächst nochmal zurück zu Willi Entenmann. Mit ihm sollte es um die deutsche Meisterschaft gehen. Die gute Seele beim VfB redete, zeigte, erklärte. Nur seine Spieler ließen sich von anderen beeinflussen. Als Winnie Schäfer seinem Torwart genau erklärte, was er gegen Fritz Walters Elfmeter unternehmen sollte, hörte der Stuttgarter ganz genau hin. Irgendwie hatte er aber etwas falsch verstanden, denn Walter verschoss. Man erfährt das erste Mal, was Trainer bedeutet, wenn man mal unten steht. Nicht, wenn man oben ist, sondern da kommen eben Dinge auf einen zu. Und die muss man eben annehmen und dann sich damit auseinandersetzen. Wie im Spiel gegen den Karlsruher Sportclub ging es dem VfB bis zum 14. Spieltag. Die Stuttgarter trafen das Tor nicht mehr und der Trainer wusste auch nicht mehr weiter. Niederlagen, unter anderem gegen Bayer Oerding, zu Hause gegen Bremen und in Mönchengladbach, ließen den VfB bis auf den 15. Tabellenplatz abrutschen. Willi Entenmann zog selbst die Konsequenzen und kündigte. Es war der 15. Spieltag, als Christoph Daum auf der Stuttgarter Trainerbank Platz nahm. Und dort musste man sich an die neue Unruhe erst gewöhnen. Christoph Daum hatte richtig Spaß, denn ausgerechnet seine alte Mannschaft aus Köln war Gast im Neckarstadion. Und in der standen einige, die es ihrem alten Trainer zeigen wollten. Anders Giske mit dem 0:1. Für die Stuttgarter schien es so weiter zu laufen wie bisher. Fronzek war der Pechvogel, Immel in der falschen Ecke. Nach aus Wattenscheid gekommen mit dem 0:2. Erich Rutemöller dachte nur, das war's, Christoph, oder? Nach dem 0:2 Rückstand habe ich erstmal kurz gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein, aber das bringt uns nicht weiter. Wir mussten versuchen, auch dann wieder neues Feuer zu entfachen und das ist uns auch sehr gut gelungen. Aber in diesem Moment, da war ich dann schon so kurzfristig ganz schön down. Und dieser Zustand änderte sich erst, als Stuttgarts Mittelstürmer Sverrisson unerhörte Sprunghöhe bewies und Vigal Kögel für neue Hoffnung sorgte. Nur noch 1:2. Zwei Minuten später die Creme des VfB am Ball. Buchwald, Allgöwer und Matthias Sammer. Nach all dem Frust der letzten Wochen endlich wieder etwas Zählbares. Der Ausgleich und plötzlich hatten sie es eilig. Nach einem guten Viertelstündchen war es soweit. Karl Allgöwer erlöste den VfB. Und Christoph Daum dachte wohl, 3:2, das habe ich doch schon vorher gewusst. Glückwunsch! An seinem Geburtstag machte Helmut Schulte noch lockere Sprüche. Ich sehe aus wie 25, werde aber schon 34, sagte er. Doch nach dem letzten Spiel im Jahre 1990 war Schulte jedoch der Spaß vergangen. Borussia Dortmund zeigte auch am Millerntor, warum sie die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga war. 70 Minuten hatte St. Pauli gehofft, Michael Lusch das 0:1. Und nur drei Minuten später folgte sogar das 0:2 durch Kobra Wegmann. St. Pauli ging als Tabellen-15. Ins neue Jahr. Für Helmut Schulte war es der letzte Gang zur Pressekonferenz. Für die Fans war er immer noch der Größte. Der Vorstand aber hatte bereits einen anderen gefunden. Horst Wohlers, der Mann, der in Oerding gehen musste. Sein Nachfolger dort, Timo Konietzka. Abstiegskampf pur in Nürnberg. Hertha in Schwarz-Rot, Nürnberg in Weiß. Dass hier der Letzte gegen den Vorletzten spielte, war doch sehr verwunderlich. Nürnberg nach 15 Spielen, 17. der Tabelle, wollte mit dem 1:0 durch Tür wenigstens jetzt verlorenen Boden wieder gut machen.
Berlins Trainer Czernay durfte, als Nachfolger von Werner Fuchs, dann beim schönsten Eigentor der Saison mit dabei sein. Der Berliner Görz flankte und der Nürnberger Metschies mit klassischem Flugkopfball ins eigene Tor. So einen schönen Treffer hatte selbst Paul Czernay noch nie gesehen. Seine Berliner waren jetzt richtig motiviert. Sie wollten es Ulf Metschies nachmachen. Zweimal Theo Gries und einmal René Unglaube besiegelten dann den ersten und einzigen Auswärtssieg der Herthaner. 1:4 der Endstand. Nürnbergs Trainer Ari Hahn wies dann auf das Wesentliche hin. Dass jeder Spieler sehr ernsthaft darüber nachdenken muss, wo er eigentlich nächstes Jahr arbeitet. Ich meine damit erste Liga, zweite Liga, welcher Club. Das Tabellenende im Überblick. Uerdingen vor St. Pauli. In Stuttgart gab Christoph Daum bekannt, wir wollen einen UEFA-Cup-Platz. Der SC FC Nürnberg auch nicht dort, wo man ihn erwartet hatte. Ein Düsseldorfer Radschläger aus hochwertigem Porzellan, das soll aber nicht heißen, dass sie das Rad schlagen soll. Schalke 04 lockte den Jugoslawen mit viel Geld und Ungeduld in die zweite Liga. Das 0:1 im Spiel gegen Mönchengladbach sah Ristić dann ohne Weihnachtskostüm. Sven Demand, aus Leverkusen zurückgekommen, leitete das Abschiedsgeschenk für Trainer Alexander Ristić ein. Thomas Alofs zum Ausgleich, 1:1. Vier Minuten danach, Thomas Alofs zum zweiten. 2:1 zur Pause. Das letzte Halbzeitgespräch mit Trainer Ristić hatte den Düsseldorfern wohl so gut gefallen, dass sie Gladbach jetzt regelrecht an die Wand spielten. Schulz zum 3:1. Am Schluss hieß es sogar 4:1. Gladbachs Trainer Gerd von Bruch nach diesem Spiel mit klarem Blick in Richtung Abstiegszone. Dort, wo er sich seit Jahren mit seiner Mannschaft aufhält. Winnie Schäfer immer im Kontakt mit seinem Team. In der Vorrunde ging es hoch und runter. Gegen Wattenscheid zum Beispiel gab es eine 1:3 Heimniederlage. Kaiserslautern dagegen schickte der KSC mit 4:2 zurück auf den Betzenberg. Frankfurts Fußballlehrer Jörg Berger konnte es nicht glauben, als er das sah. Dieter Eckstein hatte im Spiel gegen Bayer Leverkusen die endgültige Entscheidung auf dem Fuß. Was für ein Spiel, dachten sich die Fachkollegen, als sie auch noch Leverkusens Erich Seckler sahen. 0:1 und Seckler wollte nicht mehr. Dann die zweite Hälfte. Turbo Andreas Möller trat an und erzielte das 0:2. 0:2 beim Meisterschaftsfavoriten Bayer Leverkusen? Nun, Franco Fodas Schuss geriet dann noch etwas unglücklich für Uli Stein. Und jetzt wollten die Leverkusener wenigstens noch den Ausgleich erzielen. Und tatsächlich, kurz vor Schluss waren es Lesniak und Heiko Herrlich, die Leverkusens Saison etwas versöhnlicher ausklingen ließen. Und Uli Stein dachte wohl an Ecksteins verpasste Torchance. Die Bochumer Stadtmeisterschaft wurde zum Festival des VfL. Dabei hatten sich Wattenscheids Trainer Hannes Bongartz und Präsident Stallmann viel vorgenommen. In der Tabelle standen sie ohnehin vor dem VfL. Und dazu noch die Kündigung bei den Bochumern von Trainer Reinhard Saftig. Nicht wegen Peter Peschel, nein, weil Thorsten Legert hinter Saftigs Rücken nach Bremen verkauft worden war. Das ließ sich der Trainer nicht bieten. Legert war es egal. Er hatte Mittelstürmer Stefan Kohn gesehen. Der erzielte das 0:1. 0:1 deshalb, weil Wattenscheid die Heimmannschaft im Ruhrstadion war. Nach unzähligen Fouls die rote Karte. Feierabend für Frank Heinemann. Bochum auch in der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft. Die Kopfballstaffel in der 62. Minute beendete Jupp Nehl, der Betriebswirt, zum 0:2. Zum Schluss hatte Bochums Jüngster, Peter Peschel, seinen Auftritt. Er besorgte den Rest. 0:3. Stadtmeister 1990,
der VfL Bochum. Wattenscheids Präsident Klaus Steilmann sprach von einer furchtbaren Niederlage. Dennoch blieb die SG einen Platz vor dem VfL. Die Tabelle von Platz 7. Mal sehen. Hey, willst du trinken oder spielen? Du bist es. Mal sehen. Der Start in die Rückrunde. Gleich am ersten Spieltag gab es einen riesigen Paukenschlag. Der Meister im Tal der Tränen. Und das gegen das Freudenhaus der Liga. Auf der anderen Seite der neue Trainer mit Tränen der Freude. Volker Ippich avancierte in diesem Spiel zum Matchwinner. Fast 12 Monate lang hat er nicht mehr das St. Pauli-Tor gehütet. Horst Wohlers, der Neue, verschaffte ihm das Comeback. Bayern verstolperte sich in der massiven Hamburger Abwehr und half kräftig mit beim Konterspiel des FC St. Pauli. Fast ohne eigenes Zutun blieb Knoflicek der Ball am Fuß kleben. Olaf Thon bewies, dass er als Manndecker keine Zukunft hat. Der Querpass, übrigens Ivo Knoflicek's einzige geniale Tat in dieser Saison. Ralf Sievers war der Vollender.
Was Jupp Heynckes seinen Männern in der Halbzeitpause gedampft plaudert hat, ist nicht überliefert. Die zweite Hälfte. Die Bayern berannten das Tor, doch Ippich hielt glänzend. Der Mann mit der 13, Christian Ziege, zeigte erstmals sein Talent. Genauso übrigens wie Knoflicek auf der anderen Seite. Trulsens Vorlage einfach des Guten zu viel für den tschechoslowakischen Nationalspieler. Horst Wolos erbat deshalb den Schlusspfiff. Erlösung. Welch ein Einstand für den neuen Trainer. St. Pauli hatte den Bayern die zweite Heimniederlage der Saison beigebracht. Jupp Heynckes und Uli Hoeneß wollten es ganz genau wissen. Na klar, es war der 2. März um 17.15 Uhr. Nun ja, Dortmunds Borussia versuchte sich erneut im eigenen Stadion. Diesmal ging es sogar handgreiflich zu. Doch Paulsens letzter Versuch fehlte der göttliche Beistand eines Diego Maradona. Entlarvt. Am Ende gab es nach 0:2 wenigstens diesmal ein 2:2 gegen den KSC. In Bremen hatte am Dienstag zuvor Oliver Reck seinen Anspruch erneut geltend gemacht, nämlich zum Slapstick-Torhüter der Saison gewählt werden zu wollen. Das 0:1 gegen Wattenscheid, hoppla. Topspiel der Woche. Der 2. März, die Premiere von Premiere. Jeden Samstag oder bei Bedarf auch am Freitag das Topspiel der Woche. Ich freue mich ganz besonders, dass Guido Buchwald heute unser Co-Kommentator ist. Bayern spielt für ihre Verhältnisse nach dem schweren Mittwochsspiel eigentlich sehr gut. Fußball in Premiere mit hohem Informationswert. Zum Beispiel Kurzbiografie zu jedem Akteur. Dazu die Wetterkarte des Fußballspiels. Wo war der Ball? Und natürlich die Superzeitlupe. Ernst Huberti würde sagen, Bilder zum Verlieben. Wir sind in Frankfurt, im Frankfurter Waldstadion, bei der Begegnung Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und das war der goldene Griff. Oder wie manch Fußballreporter zu sagen pflegt, Einstand nach Maß. Andi Möller 1:0 nach 3 Minuten. 4 Minuten später der Ausgleich durch Hodic. Doch bis zur Pause traf der zuvor arg kritisierte Andreas Möller noch zweimal. Der Kicker schrieb montags darauf, Andi Möller hat aus diesem Spiel eine Wohltätigkeitsgala für sein eigenes Innenleben gemacht. Zum ersten Mal filmten 12 Kameras live ein Bundesligaspiel. Vorher hatte man uns gefragt, wofür braucht ihr denn so viele Kameras? Spätestens nach dieser Szene war die Frage auch beantwortet.
Alle und auch der Schiedsrichter waren sich hundertprozentig einig, dass Manfred Binz den Ball mit der Hand gespielt hatte. Doch unsere Zeitlupenkamera bewies: Es war der Kopf. Stefan Kunz verkürzte vor der Pause zum 2:3. Doch Frankfurt zauberte auch in der zweiten Hälfte weiter. Andi Möller, Uwe Bein. 4:2 führte die Eintracht. Aber der SFCK hielt leidenschaftlich dagegen. Und das mit nur 10 Spielern. Stadler hatte kurz vor der Pause rot gesehen. Foul von Klein an Kunz. Erneut Strafstoß und Katletsch verwandelt zum 4:3. Und Berti Vogts schwärmte auf der Tribüne. Ich habe viele Bundesligaspiele in dieser Saison gesehen. Dies hier war das bisher Beste. Nur einer wird noch heute vor Wut in den Teppich beißen, wenn er diese Szene sieht. Bruno Labbadia, das Tor selber machen oder auflegen. Kalli Feldkamp nach Spielschluss im Premiere-Studio. Ja, ich hoffe, dass die richtigen Spieler frustriert sind und dass einige erkannt haben beim Stande von 4:3, dass wir die klaren Torchancen hatten. Wenn da nicht egoistisch gespielt wird, dass man ein Tor machen will, sondern auflegt, ist das 4:4 fällig. 3 Wochen später, die Bayern auf dem Betzenberg. Am Mittwoch noch hatten sie in Porto grandiosen Fußball geboten. Bayern und Kaiserslautern, beide hatten vor diesem Spiel 13 Minuspunkte. Eins war klar. Der Sieger dieser Begegnung würde schon jetzt einen kleinen, aber wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft tun. Die erste Spielminute, das erste Tor. Für Roland Wohlfahrt war es zu diesem Zeitpunkt bereits der 16. Saisontreffer. Bayern cool, gelassen, abgebrüht, bis zu der folgenden Aktion. Jetzt waren auch sie vom Tollhaus Betzenberg gepackt. Selbst Jupp Heynckes duellierte sich beinstark mit einem Betze-Ordner, der danach richtigerweise per Dienstanweisung seiner Arbeit entledigt wurde. Können Sie ganz kurz noch mal schildern, was da passiert ist gerade mit dem Herrn Schwab? Ja, der Mann Schwab hat den Ball ins Aus gegrätscht und ich bin im Rückwärtsfallen auf ihn draufgetreten. Also keinerlei Absicht oder so? Nein, natürlich keine Absicht, aber ich hätte ein bisschen besser aufpassen können. Danke. Die zweite Hälfte. Lautern mit Herz und Glück. Hotic zum ersten, Hotic zum zweiten, Hotic zum dritten. Das 1:1, Jubellauf des Betze Spitzbubs. Als die Bayern nur noch mit 10 Akteuren auf der höchsten deutschen Rasenbühne waren, weil Bender rot gesehen hatte, demonstrierte der erste FCK noch einmal seine ganze Fußballkraft. Uwe Scheer entschlossen im Nachsetzen. Vorausschauend im Passspiel. Und Bernhard Winkler, der Joker, mit der präzisen Flanke in den Rücken der Abwehr. Stefan Kunz konnte endlich wieder seine Jubelsäge rausholen. Kaiserslautern besiegte den alten Meister mit 2:1 und hatte jetzt 2 Minuspunkte weniger als die Bayern. Stefan Kunz ist ein unheimlich wichtiger Mann. Nicht nur, dass er ein hervorragender Stürmer ist, sondern auch als Person wichtig für die Mannschaft. Denn er ist der Antreiber, er ist die Persönlichkeit. Stefan Kunz, der Spieler der Saison 90-91. Der ist auch mit am stärksten in der Zentralposition im Mittelfeld. Marco, ja. Auch er hatte seinen Bänderriss, wie so viele andere Lautrer in dieser Saison. Doch auch während der Verletzung blieb er die zentrale Figur im Team des Meisters. Zum Beispiel als mitgereister Fan auf einem Bein.
Er traf zum zweiten Mal in einer Woche und das ins eigene Tor. Vlado Gasalo, der Nürnberger Libero. Der Jugoslawe bat daraufhin um seine vorübergehende Freistellung. Der Verdacht, dass Gasalo diese Eigentore vorsätzlich erzielte, wurde nie bestätigt. Im Westen nichts Neues. Das Dortmunder Westfalenstadion blieb für die Borussia auch weiterhin eine uneinnehmbare Festung. Düsseldorf führte 1:0, doch dann bewies die Fortuna Sinn für gute Nachbarschaft. Abstoß Schmadtke und dann gab Karl Werner freundschaftlich die Richtung an. Ein Zuckerpass auf Poschner und die Borussia hatte im eigenen Stadion wieder einen Punkt gemacht. Trotz der Magerkost daheim, der BVB hatte auch in dieser Saison die treuesten Fans. Dafür gönnten die Borussen ihrem Publikum ganze 4 Heimsiege und Pepi Hickersberger von Herzen den einen Punkt. Der Punkt, den hat sich Dortmund aufgrund der Leistung redlich verdient. Bleiben wir im Dortmunder Westfalenstadion. Dort feierte Otto Rehhagel am 2. April seine hölzerne Hochzeit. Herzlichen Glückwunsch, Otto. 10 Jahre in einem Club, das schaffen sehr, sehr wenige. Und ich freue mich ganz besonders, in dir manchmal einen Berater zu haben. Otto Rehhagel, herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum. Du bist ein toller Kollege. Wir wünschen dir alles Gute. Und ich als junger Kollege sage, du hast uns schon wertvolle Hilfestellung geleistet. Ich hoffe, dass du noch 10 Jahre dranhängen kannst. Eine Riesengeschichte. Und für uns alle, die Trainer sind, bist du Vorbild. Hallo, Herr Rehhagel. Herzlichen Glückwunsch zu diesem sicherlich außergewöhnlichen Jubiläum. Also, lieber Otto, leider können wir bei deinem Jubiläum nicht dabei sein. Aber ein dreifaches Toi, Toi, Toi. Ja, das haben sie doch nett gesagt, die Jungs von früher. Aber blicken wir erst einmal zurück. Nach Essen. Genauer gesagt, nach Altenessen. Kai Mittler, ein alter Otto-Kumpel, erinnert sich. Mein Name ist Karl Mittler. Ich habe früher bei Dusselene gespielt mit Otto. Ich bin Fliesenleger vom Beruf. Und mit dem Sport ist momentan ein bisschen ruhig. Das war die Dusselene. Da hat der Verteidiger gespielt, ich habe linker Läufer gespielt. Das war die Dusselene, das Jahr weiß ich nicht mehr genau. Das war in Tura 86, das weiß ich noch. Meine Mutter sagt immer, sie wundert sich immer, warum Otto Rehhagel überhaupt nicht älter wird. Wie kommt es eigentlich? Haben Sie ein Rezept? Ja, ein Rezept habe ich für alle Leute. Also immer vernünftig schlafen gehen. 30 Jahre lang mit der gleichen Frau verheiratet. Kein Alkohol und Nikotin und dann sieht man so aus wie ich. Das Jubiläumsspiel für Otto. Natürlich live in Premiere und vor ausverkauftem Haus. Dank Thomas Helmer ging Dortmund diesmal mit 1:0 in Führung. Doch nach 20 Minuten glich Werders torerfolgreichster Spieler der Saison, Wynton Roofer, aus. Dortmund hatte sein Pünktchen und Werder blieb dank kontrollierter Offensive vorn mit dabei. Gibt es jetzt die Otto-Jubiläumsfeier bei euch? Wir haben Freitag wieder ein ganz schweres Spiel und da wird nicht gefeiert. Habe ich doch gesagt. Kein Nikotin und kein Alkohol, oder? Nach 42 Jahren wurde der DDR-Oberliga-Fußball zu Grabe getragen. Getrauert hat eigentlich niemand. Die Stars waren ohnehin schon nicht mehr da, so wie Thomas Doll,
der dem HSV einen neuen Fußballfrühling bescherte. Hansa Rostock unter Wessi-Trainer Uwe Reinders schaffte als erstes Team den Direktaufstieg. Doch der Adalas ging weiter. Henry Fuchs wird in der nächsten Saison beim 1. FC Köln spielen. Trotzdem, den Rostockern ist es zu wünschen, dass sie auch in der Bundesliga ähnlich frech und unbekümmert ihr Spiel machen, wie als Meister und Pokalsieger der Oberliga Nordost. Wir sind jetzt in der Bundesliga und wir wollen den etablierten Verein ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Als zweites Team gelang Dresden der Aufstieg in die erste Liga. Ihr Fußballjuwel ist Thorsten Gütschow mit 20 Treffern, der Torjäger der Oberliga. Andere Westvereine würden ihn gern verpflichten. Und deshalb hat Präsident Ziegenbalg auch noch immer so seine Bedenken, was die Zukunft von Dynamo angeht. Wir standen genauso vor dem Neubeginn wie der Uwe Reinders und deshalb ist für mich Hansa Rostock und der 1. FC Dynamo Dresden die beiden Vereine, die den Sprung in die erste Bundesliga geschafft haben, gleich zu bewerten. Und wir stehen auch jetzt vor den gleichen Problemen mit Spielervermittlern, mit Leuten, die unbedingt unsere Spieler haben wollen, damit sie eben ein leichtes Machen haben. Wir haben eigentlich jetzt nur ein Stück Normalität wieder, nämlich dass Schalke wieder in der ersten Bundesliga ist. So toll wie es ist eigentlich auch das Normale. Das Normale ist in Schalke aber irgendwie anders als anderswo. Blau-weiße Kapriolen, noch immer seltsam, wenn auch selten geworden. Erfolgstrainerwechsel, Ristić kam für Neururer. Auf Platz 1 standen sie beide, fast die ganze Saison. Startzielsieg für die Profis, die früher einmal Knappen genannt wurden. Getragen von einer beispiellosen Begeisterungswelle. Fanmassen, die aus jedem Heimspiel Kultveranstaltungen machten. Selbst gegen Havelse kamen 30.000. Der Aufstieg wurde in Gelsenkirchen 3 Wochen lang gefeiert. Von der ersten Siegesgewissheit bis zu dem Tag, wo auch graue Theorie die blau-weiße Praxis nicht mehr aufhalten konnten. Erstliga, Neuzugang Schalke 04, Rückkehr eines Zweitligaklubs, der eigentlich nie einer war. So viele Fans, wie in Schalke gelegentlich den Rasen stürmten, konnte Uerding nicht in einem einzigen Heimspiel begrüßen. Bayer 05. Vom Pokalsieg über legendäre Europapokalauftritte und unauffälliges Mittelmaß in die atmosphärisch übelste Gegend der Bundesliga-Tabelle, den Keller. Tragische Trostlosigkeit an der Grotenburg. Das Stadion endlich komplett fertig, die Mannschaft dagegen fix und fertig. Uerding, die Bayer-Enttäuschung Nummer 1. So grausam kann Fußball sein. Tristesse in Krefeld, Tristesse aber auch in Berlin. Komm lange auf Erd, Trainer Neururer einsam beim Torschrei. Ja! Einsam beim Abstieg, froh über seinen Ausstieg. In Schalke hatte er die Hütte voll und wurde trotzdem gegangen. In Berlin bekam er regelmäßig die Bude voll und ging von alleine. Wie ein Absteiger spielte hin und wieder auch Meisterschaftsgeheimtipp Eintracht Frankfurt. Nach einem halben Dutzend HSV-Toren im Waldstadion war dann das Maß voll. Mäßig originelle Lösung des Problems? Aus Trainer Berger wurde der Ex-Trainer Berger. Und keiner wusste mehr, ob daran nun der Vorstand, das Umfeld, die Mannschaft oder gar er selbst schuld war.
Es ist über meine Person gesprochen worden. Das gibt es im Geschäft. Bloß es kann nicht sein, dass so etwas in die Mannschaft übertragen wird. Und wenn ich weiß, dass der Manager seine Freunde in der Mannschaft hat und nicht im Vorstand, dann habe ich so etwas geahnt und habe so etwas befürchtet. Vom Trainer als Sündenbock zum Trainer als Notnagel. Wortreich, gestenreich, erfolgreich. Rolf Schafstall in alter Heimat, Ruhrstadion Bochum. Vertrag auf Zeit, 7 Wochen Magier sein. Gratulation entgegennehmen, Platz machen für Osik, den Neuen. Bochum bleibt drin, aber Schafstall erstmal draußen. Spieler Legert rettete mit. Erst kündigte er seinen Wechsel nach Bremen an, spielte aber voll motiviert bis zum Ende. Kein echtes Problem. Bochums größeres Problem? Schafstalls Vorgänger Saftig. Er kündigte auch, wegen Legerts Kündigung. Arbeitete motiviert weiter, wurde trotzdem gefeuert. Das kleinere Problem. Torjäger Leifeld kündigte sein Comeback an. Er wird von Saftig und Schafstall kaum aufgestellt. Leifeld kündigt daraufhin dem VfL die Freundschaft. Der VfL feuert ihn ebenfalls. Lösung? Bochumer Sündenböcke als Retter anderswo. Leifeld in Schalke, Saftig in Leverkusen, wo sich nach dem altinternationalen Rinus Michels nun auch der freundliche Fachmann Jürgen Gelsdorf die Zähne ausgebissen hat. Erst wollten sie Meister werden, dann wenigstens in den UEFA Cup. Zum Schluss hatten sie nichts mehr. Leverkusen nach Uerdingen, Bayer-Enttäuschung Nummer 2. Nach 5 Mönchengladbacher Treffern hatte die Ehe Bayer-Gelsdorf in schlechter wie in guter Zeit noch treue schwurmäßig gehalten. Scheidung auf Bayer, Risch, danach der Schlappe in Frankfurt, wo man selber gerade Berger durch Stepanovic ersetzt hatte. In Trainerverträgen ist demnach, im Gegensatz zum Eheversprechen, möglicherweise von schlechten, aber bestimmt nicht von ganz schlechten Zeiten die Rede. Osik für Schafstall, Schafstall für Saftig, Saftig für Gelsdorf. Gelsdorf für wen? Man weiß nur eins, Trainerkarussell ist, wenn sich alles im Kreise dreht. Tja, die Gnadenlosigkeit des Bundesliga-Geschäfts. Bayer Leverkusen, der Geheimfavorit vor der Saison, war frühzeitig aus dem Titelrennen ausgeschieden. Der Showdown wurde von 3 anderen Mannschaften bestritten. Bayern München, Werder Bremen und der Sympathiemannschaft der Saison, der 1. FC Kaiserslautern. Und die blieben auch nach 25 Spielrunden Tabellenführer. Denn Bayern und Werder klauten sich gegenseitig die Punkte. Die Geschichte des Spitzenspiels chronologisch erzählt. Achten Sie auf den Mann am linken Bildrand. Er spielte heute eine wichtige Rolle. Genauso übrigens wie Roland Wohlfahrt zu Beginn. Bayern führte schnell 1:0. Wohlfahrts 18. von insgesamt 21 Treffern in dieser Saison. Eigentlich wäre wenig später schon alles klar gewesen, wenn nicht der Thomas Strunz die Angst des Tormachers vor dem Olli überfallen hätte. Oliver Reck, der Sieger, und Thomas Strunz, der Grasnarbenbeißer. Unser Mann in Blau hatte weiterhin alles fest im Griff. Beispiel. Die zweite Hälfte. Jürgen Kohler ließ Winton Rufer stolpern. Der Gefaulte ignorierte danach alte Fußballweisheiten und schoss, dank Aumanns Mithilfe, den Ausgleich. So geschehen in der 55. Minute. Danach war es ein trostloses Spitzenspiel. Kontrollierte Defensive gegen die Angst, noch einmal auf eigenem Platz beide Punkte zu lassen. Bayern gegen Werder 1:1. Also, es ist ja so, was, wovon Sie träumen im Fußball, das gibt's nicht. Wissen Sie, wann wir am besten spielen können, wenn der Gegner nicht da ist? Dann machen wir Traumkombinationen und dann schießen wir nachher ein Tor. Ist doch ganz klar, da sind zwei Mannschaften, spielen gegeneinander und die spielen sehr gut Fußball. Und natürlich ist es so heute,
Keiner will verlieren, die Bayern wollen gewinnen, haben das im Hinterkopf, ihr Spiel gegen die Roter Stern Belgrad. Es fehlt ein bisschen an Kraft und wir sagen, wir warten auch darauf, bis der Gegner etwas schwächer wird und dann nutzen wir unsere Chance. Und natürlich, wenn Sie mir sagen, wissen Sie was, ist alles scheißegal im Grunde genommen, Hauptsache nach vorne spielen, dann spielen wir nach vorne, kriegen wir einen Sechser, dann sind Sie zufrieden. Dann rufen sonntags die Journalistin, Herr Dr. Böhmert an und sagen, wann wollen Sie endlich einen Rehagel entlassen? Wer wagt, der nicht gewinnt. Kaiserslautern führte jetzt mit 2 Punkten vor Werder und 3 Zählern vor den Bayern. Der Ordner neben mir, den wir jetzt im Augenblick nicht sehen können, der bemüht sich hier unheimlich, dass er die Zuschauer ein bisschen aufhält. Das ist nämlich gut. Können wir mal zeigen, Ordner. Macht so viele. Wie ist denn Ihr Name? Michael. Aha, auch alles Controlletti bei Premiere, dank Michael. Der 28. Spieltag. Kaiserslautern führte mit 3 Punkten vor Werder Bremen, 1 Punkt dahinter die Bayern und der HSV. Der Gegner am Freitagabend auf dem Betzenberg Karlsruher SC. Und der präsentierte sich ganz schön kokett. 6. Minute, Mehmet Scholl, sein Außenrissschlenzer 0:1. Stefan Kunz spielte übrigens zum 2. Mal Libero. 20 Minuten später wieder klassisch ausgekontert. Markus Kranz traf nur die Grasnarbe. Gerry Ehrmann mit seinen Fäusten zum Glück niemanden. Der KSC führte 2:0 gegen den Tabellenführer. Doch der 1. FCK setzte teuflisch gut dagegen. Vorchecking, Ballgewinn und Tor. Uwe Scheer erzielte noch vor der Pause den Anschlusstreffer. Freistoß und beispielhaft unprofessionell die Abseitsfalle oder der Schiedsrichter. Keiner konnte es so recht belegen. Der Ausgleich durch Guido Hoffmann nach 60 Minuten. Und Winnie Schäfer wollte es einfach nicht glauben, dass Schiedsrichter Dardenne schon wieder die alte Sepp Herberger Fußballweisheit, dass ein Spiel 90 Minuten dauern würde, widerlegen wollte. Er bat inständig um den Abpfiff, doch erhört wurden nur die roten Teufel. Die 90. oder war es vielleicht schon die 97. Spielminute, das 3:2 durch Stefan Kunz. Der FCK hatte mal wieder eine verloren geglaubte Partie aus dem Feuer gerissen und die Konkurrenz geschockt. Kaiserslautern nach Pluspunkten und 6 Zähler vor den Bayern, die 2 Tage später beim Hamburger SV zu Gast waren. Und der rechnete sich plötzlich auch Chancen aus. Wer hier heute verliert, der ist im Grunde genommen schon weg. Wir werden mit der Situation einfach im Moment nicht ganz fertig. Wir sind im Moment auch keine richtige Mannschaft mehr. Wir müssen gegen Hamburg gewinnen. Es ist ganz klar, wir müssen eigentlich jedes Spiel gewinnen. Wir dürfen nicht mehr eigentlich viele Punkte abgeben. Der Gewinner des Spiels wird sicherlich noch ein ernstes Wort mitreden um die Meisterschaft. Das ist keine Frage. Der Verlierer wird wohl aus dem Rennen sein. 1:1 stand es, als Spörl diesen Eckball hereinbrachte und Furtok von Aumanns Patzer profitierte. Das Aus für die Bayern? Der HSV als einziger Verfolger von Kaiserslautern? 3 Minuten nur noch zu spielen. Bayern nahezu ununterbrochen im Angriff und dann der große Auftritt des kleinen Olaf Thon.
2:2. Ein Ergebnis, das den Lautern recht gewesen wäre. Doch die Bayern wollten mehr. Und sie schafften mehr. Der Siegtreffer durch Stefan Reuter in der 90. Minute. Als sie gefordert wurden, entdeckten die Bayern verloren geglaubte Qualitäten. Und plötzlich war der Glaube an die Meisterschaft wieder da. Das ist unglaublich. Wir liegen auf der Verliererstraße, drehen das Spiel noch um. Das ist so eine super Moral. Und jetzt gibt es Feuer, wirklich. Die letzten 6 Spiele müssen wir alles tun. Und wenn wir so spielen wie heute, dann ist doch alles möglich. Das kochende und brodelnde Dortmunder Westfalenstadion. Neapel am Ruhr-Schnellweg. 30. Spieltag. BVB gegen Bayern München. Von 14 Heimspielen hatten die Dortmunder zuvor erst 2 gewonnen. Dennoch, das Stadion war wieder einmal ausverkauft. 1:1 zur Pause. Dann trat Michael Rummenigge in Aktion. An diesem Abend gegen seine ehemalige Mannschaft in bestechender Form. Sieben Minuten später waren wieder die Bayern am Zug. In der Superzeitlupe beeindruckend festgehalten. Der 2:2 Ausgleichstreffer durch Brian Laudrup. Die Wut von Trainer Horst Köpp entwickelte sich daraus. Der eingewechselte Christian Ziege und ein freches Tor zum 3:2. Das war der Endstand. Riesenjubel, erst recht, als der 1. FC Kaiserslautern einen Tag später in Düsseldorf nur ein 0:0 erzielte. Da waren es nur noch 2 Punkte Vorsprung. Und in der Pfalz begann langsam aber sicher das große Zittern. Baustelle Weserstadion, der 32. Spieltag. Und was für einer. Werder Bremen erwartete den 1. FC Kaiserslautern. Ausrutscher durfte es jetzt nicht mehr geben. Entsprechend angespannt die Gesichter beim Gang aufs Spielfeld. 300 Kilometer südlich von Bremen, in Wattenscheid, setzten die Bayern ihre Verfolgungsjagd fort. Zunächst erfolgreich. Der Treffer von Stefan Effenberg brachte den Titelverteidiger wieder auf Meisterkurs. Und das, zumal es in Bremen zu diesem Zeitpunkt 1:0 für Werder hieß. Durch den folgenden Treffer von Klaus Allofs. Wäre die Saison hier abgepfiffen worden, Bayern wäre Meister gewesen. Doch während Trainer Feldkamp und Co-Trainer Hollmann noch über Taktik diskutierten, hatte sich Guido Hoffmann seine eigene bereits zurechtgelegt. Motto: Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, schieß ihn einfach ins Tor. 1:1, Kaiserslautern nun wieder vorn. Und Olli ließ sich mal wieder ablenken. Von dieser Diskussion, die Demi Hotic und Bruno Labbadia entfacht hatten. Die zweite Hälfte, die Minute des Ausgleichs in Wattenscheid. Parallel dazu diese Szene im Bremer Weserstadion. Einwurf Guido Hoffmann, Bruno Labbadia und das 2:1 für die Roten Teufel durch Markus Schupp. Und in der Zeitlupe sieht man noch einmal, dass Torhüter Oliver Reck auch in dieser Szene keine sonderliche gute Figur abgab. Zurück nach Wattenscheid. Bayern wechselte Strunz und Ziege ein. Durch das nächste Tor erzielte Neuhaus für den Aufsteiger.
Anweisung von Trainer Hannes Bongartz. Zugehört hatte offensichtlich keiner, denn noch einmal kamen die Bayern zum Ausgleich. Wohlfahrt war der glückliche Torschütze. Wieder einmal hatten die Bayern kurz vor Schluss zugeschlagen. Doch diesmal hatte der Gegner das letzte Wort. Das vielleicht entscheidende Tor in dieser Saison durch Thorsten Fink, Sekunden vor dem Schlusspfiff. In Bremen war es beim 2:1 für Kaiserslautern geblieben. Wieder 4 Punkte Vorsprung für die Pfälzer, 2 Spieltage vor Abschluss der Saison. Was sollte da noch schiefgehen? Dachte wohl auch Trainer Karl-Heinz Feldkamp. Und die 7000 mitgereisten Fans feierten schon mal. Ich glaube, den entscheidenden Schritt haben wir heute gemacht. Und dann ist es nächste Woche egal. Hauptsache die Mannschaft ist deutscher Meister fast. Ja, ich glaube. Freuen dagegen konnten sich an diesem Wochenende die Bayern. Denn Thomas Strunz erzielte im Derby in Nürnberg das einzige Tor, das die Bayern noch einmal hoffen ließ. Jörg Dittwar hatte es danach auf dem Fuß, die Meisterschaft schon hier zugunsten von Kaiserslautern zu entscheiden. Doch dank Torhüter Raimund Aumann kamen die Fans doch noch in den Genuss zweier Finalspiele am 34. Spieltag. Der letzte Spieltag, Köln fest in Pfälzer Hand. 40.000 Fans waren mitgereist, um endlich feiern zu dürfen. Volksfeststimmung im Müngersdorfer Stadion. Kaiserslautern brauchte noch einen Punkt, Köln beide, um im UEFA Cup dabei zu sein. Ganze 240 Sekunden war das Spiel alt. Der erste Jubelsturm. 1:0 für die Roten Teufel durch Marco Haber. Kalli Feldkamp hatte ihm im letzten Spiel den Vorzug vor Demi Hotic gegeben. Noch einer war nicht dabei, Bruno Labbadia, dafür aber Bernhard Winkler. Und der hatte 9 Minuten später seinen ersten großen Auftritt. Das Wabonspiel des Trainers, bereits nach einer Viertelstunde hatte es sich bezahlt gemacht. Der 1. FC Köln
an diesem Nachmittag ein Torso. Und dann noch dieses. Rote Karte für Hansi Flick, den Ex-Bayern, der seinen Münchnern doch so gerne geholfen hätte. Nur einmal gerieten die Pfälzer noch ins Schwimmen, nach dieser Szene. Haber faulte Götz. Und Ordenewitz verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:2. Im ebenfalls ausverkauften Münchner Olympiastadion schöpfen die Bayern-Fans wieder Hoffnung. Jupp Heynckes dagegen unbeeindruckt. Er ahnte wohl schon, was kommen wird. Nämlich der Führungstreffer für Bayer Oerding. Ausgerechnet durch Marcel Witicek, den künftigen Lauterer. Fast zur gleichen Sekunde in Köln. Kalli Feldkamp etwas unruhig, doch das sollte sich schnell geben. Kaiserslautern auf dem Weg zum 3:1. Torschütze? Na klar, Bernhard Winkler. Und es sollte noch besser kommen. 60 Sekunden später, wieder leistet Markus Schupp die Vorarbeit. Diesmal Tom Dooley, der Torschütze. Die Meisterschale, nun war sie zum Greifen nahe. In der Halbzeitpause ein entschlossener, ein selbstbewusster Kapitän. Wir haben uns vor dem Spiel in der Kabine gesagt, wir sind als Mannschaft da hochgekommen und wir gehen als Mannschaft hier runter, egal was passiert. Und was wir eine Wut in uns stecken haben, entgegen den ganzen Verlautbarungen in der Presse, das hat man jetzt gesehen, es entlädt sich alles. Und ich hoffe, dass wir den Zuschauern nochmal 45 Minuten so ein Spiel zeigen können. So ganz ohne Gegenwehr wollten sich die Kölner allerdings nicht ergeben. Nur 2 Minuten nach Wiederbeginn das 2:4. Torschütze Greiner. Dennoch versteinerte Miene bei Erich Rutemöller. Derweil die Lauterer Fans das Stadion in ein rot-weißes Fahnenmeer tauchten. Zur gleichen Zeit in München. Verhaltene Glückwünsche für Thomas Strunz, der zwischenzeitlich das 1:1 erzielt hatte. Die dazu gehörige Szene. Ein letztes Mal Hoffnung in München. Stefan Effenberg, aus disziplinarischen Gründen erst zur zweiten Hälfte eingewechselt, erzielt mit Wut im Bauch das 2:1 für Bayern. In Köln wurde inniger gejubelt. Verständlich, als die Kunde vom Ausgleich in München die Runde machte, war Kaiserslautern auf dem Weg zu Tor Nummer 5. Der zweite Treffer des jungen Marco Haber. Spätestens jetzt war auch dem letzten Zweifler klar. Kaiserslautern ist deutscher Meister. Und eine ganze Region feierte mit. Dank Premiere waren Hunderttausende live an den Bildschirmen dabei. Auch als die Spieler sich für so viel Treue bedankten. Ihr seid alle einmalig, auch die, die ihr keine Karten bekommen habt zu Hause. Ihr seid alle spitze, ihr seid das beste Publikum auf der Welt. Wir lieben euch! Wir sind stolz, dass wir euch auf diese Art und Weise Danke sagen können. Und wir sind stolz auf uns, dass wir das geschafft haben. Wir hoffen, dass wir allen in Deutschland Fußball Mut gemacht haben. Man muss nur an sich selbst glauben und dann schafft man auch unmögliche Dinge. Das war eine ganz tolle Überraschung heute hier in dem Karl-Müngersdorfer Stadion. Und wir müssen noch zu den Bayern noch einen Gruß abgeben. Ne? Das war überraschend, aber nicht überbieten. War super. 1A. Ernüchterung dagegen in München. Die erfolgsverwöhnten Bayern, diesmal nur Zweiter. Dennoch faire Worte Richtung Kaiserslautern. Sie haben über die gesamte Saison eigentlich die konstanteste Leistung gebracht. Sie haben unheimlich toll gekämpft, tolle Moral gezeigt, auch wenn sie immer hinten gelegen sind. Und aus dem Grund haben sie, glaube ich, in diesem Jahr verdient die deutsche Meisterschaft gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich halte Kaiserslautern für einen Meister, der es verdient hat, Meister zu werden. Wie gut das für den deutschen Fußball ist, wird sich im Europapokal zeigen. Stefan Effenberg mit dem legendären Ausspruch dieser Saison. Die anderen sind zu blöd, deutscher Meister zu werden. Was sagst du jetzt nach den 90 Minuten heute gegen Oerdingen? Ich habe gesagt, die anderen sind zu dumm und nicht zu blöde. Und
Ich meine, ich muss das revidieren und Kaiserslautern gratulieren zur Meisterschaft, weil wer in Köln 5-2 gewinnt, der hat das verdient. Aber um korrekt zu sein, lieber Stefan Effenberg, 6-2 lautete das Endergebnis. Denn Sekunden vor dem Schlusspfiff sorgte Markus Schupp, der künftige Wattenscheider, für den letzten Höhepunkt eines denkwürdigen Finalspiels. Danach waren die Fans nicht mehr zu halten. Schluss war allerdings noch nicht. Und so musste das Spielfeld erst einmal wieder mühsam geräumt werden. Belege für den ersten Freudentaumel. Ein ledierter Linienrichter. Und der Verzicht auf die ansonsten strenge Kleiderordnung. Otze oben ohne. Die einen beglückwünschten sich schon mal, während andere zu frösteln begannen. Doch dann war es soweit. Das Bad in der Menge. Als erster Lohn für eine lange, erfolgreiche Saison.